Hallo zusammen. Oh je, meine, ich bin. Moment. So. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sag's euch, heute ist die pure Hölle. Es ist ganz, ganz furchtbar. Nichts läuft, wie ich es gerne hätte. Von meinen zwei Neuerungen ist nur eine jetzt aktiv und die ist nicht mal ganz großartig, weil ich da nicht viel dran gemacht habe. Es ist einfach scheiße. Dieses Spiel ist die absolute Hölle. Ja, halt's Maul. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Heute bin ich richtig gut drauf. Das ist perfekt, um einen neuen Harry Potter Teil anzufangen. Nämlich Harry Potter und der Feuerkelch, so wie es da, nee, da steht. Das ist alles spiegelverkehrt bei mir. Ihr seid sehr aktiv. Ja, ich kann den Sound jetzt nicht ausstellen, hast jetzt Pech gehabt, muss jetzt durch. Ihr seid sehr aktiv im Chat, das ist sehr schön, offensichtlich reagiere ich auch drauf. Weil es nicht anders ging, musste ich tatsächlich ein Tablet benutzen. Ja, toll. Da habe ich euch drauf, man sieht es richtig gut. Anders geht das nämlich nicht. Halt's Maul. Dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig. Also es ist das Schlimmste im Prinzip. Moment mal. So. Ich kann es für euch doch ausmachen. Ich habe es trotzdem auf den Ohren, aber ich bin mal nett zu euch und mach's mal aus. Dieses Spiel kommt direkt aus der Hölle. Es wurde 2005 veröffentlicht und auch direkt nach dem vierten Teil eigentlich. Man könnte dann meinen, ja, man hätte ja daraus gelernt, man macht es jetzt besser. Nein. Es ist schlechter geworden. Die Grafik ist scheiße. Die Steuerung ist scheiße, denn ich kann sie nicht ändern. Ich muss mit den Pfeiltasten hier jetzt spielen. Nicht WASD, denn die ganz einzigen Optionen, die es hier gibt, das hört ihr jetzt nicht, aber ihr seht es ja, mit Leertaste muss ich das auch alles auswählen. Mehr habe ich nicht. Das sind meine gesamten Optionen. Wieso hört man mich doppelt? Wie man hört mich doppelt. Ey, langsam habe ich echt die Schnauze voll, ne? Moment mal. Ich fürchte, ich weiß, was es ist. Moment. Ich habe keine Vorschau auf, das ist es nicht. Ich habe meinen Stream nicht offen. Ja, ich hab's begriffen. Jetzt lass mich doch mal kurz machen. Es kann jetzt noch fünfmal jemand schreiben, dass er mich doppelt hört. Ich hab's begriffen. Das sollte aber gleich. Okay. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ach ja. So, Test. Nochmal, wer mir jetzt das nächste Mal noch erklärt, wie etwas funktioniert, den schmeiße ich hier raus. Ich bin heute wirklich nicht gut drauf und ich versuche euch hier ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Und ich habe heute viele, viele Stunden jetzt hier rein investiert, damit ich das überhaupt zum Laufen kriege, sonst hätte ich es jetzt abgeschlossen. Und so nett ihr es auch vielleicht meint, bitte. Gib mir keine Vorschläge oder keine Hilfe, wie ich jetzt irgendwas machen kann, weil sonst hätte ich gefragt. Ich danke euch. So, jetzt geht's. Wunderbar. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe nämlich heute neben den ganzen anderen Technik-Schwierigkeiten auch Schwierigkeiten mit meiner Kamera gehabt. Und da gibt es nämlich auch noch ein Mikrofon mit drin und eigentlich ist das hier aktiv. Dadurch, dass ich die Kamera mal neu installiert habe, ist wahrscheinlich der Ton wieder mit angegangen und das habe ich vergessen. Passiert. So. So, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich das wieder minimieren. Dann muss ich das wieder groß machen. Und dann mache ich den Rotz wieder an. Dann bekommt ihr das jetzt wieder mit. Und auch das hier wieder. So, jetzt haben wir es doch. So, Untertitel machen wir ein. Man hört ja noch nicht genug. Ja. Spiel kommt aus der Hölle, wie gesagt, denn ich kann hier nichts machen, außer das waren die einzigen Einstellungen in den Optionen. Deswegen fange ich auch direkt an. Ja, das natürlich nicht. Das war ja zum Testen. Welche Spielfigur nehme ich?
Ich gebe euch mal die Zeit, sucht euch was aus. In der Zeit quatsche ich noch ein bisschen. Dieses Spiel kam direkt, wie gesagt, nach dem vierten Teil und die haben im Prinzip alles nochmal schlechter gemacht. Wer hätte das gedacht? Aber tatsächlich ist es möglich, denn dieses Spiel war zwar für PC, wie es ja auch oben dran steht, aber offensichtlich haben sie nicht darüber nachgedacht, dass man am PC mit Tastatur spielt, also vorzugsweise. Klar, es gibt ganz viele Leute, die mit Gamepads und Controllern oder sonstigen spielen, was das gleiche ist, ja, ich will nichts hören. Ja, und irgendwie, ja, perfekt, dann nehmen wir gleich Hermine. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist bei EA, wer zu viel geraucht hat oder vielleicht auch zu wenig, denn in den Optionen kann man nämlich nicht die Steuerung auswählen. Das geht nicht. Nicht vorhanden. Nicht in der Datei selber kann ich nichts rumsuchen. Das Einzige, was ich hätte machen können, ist vielleicht tatsächlich einen Controller anschließen. Habe ich auch stundenlang versucht, hat nicht funktioniert. Was soll's. Ja, man darf auch für Ron sein. Ich sehe jetzt aber mehrmals schon Hermine und da sie genauso grimmig guckt wie ich offensichtlich heute, nehmen wir Hermine. Ja, das ist der Blick, der passt doch wunderbar. Das ist es nämlich auch noch. Die deutsche Übersetzung ist für den Arsch. Man merkt vielleicht, dass ich diesen Teil überhaupt nicht gerne mag. Ich habe ihn aber damals komplett durchgespielt. Ich weiß also, dass es für meine Skills machbar ist. Und ich habe auch mit den Pfeiltasten und mit den ganzen Belegungen auf Y, X und C, glaube ich, habe ich es durchgeschafft. Keine Ahnung wie, aber es hat sehr lange gedauert und macht euch auf viele, viele Stunden mit diesem bescheidenen Spiel gefasst. Es ist wirklich nicht schön und ich werde sehr viel fluchen und das tut mir sehr, sehr leid für euch. Aber dann fange ich mal an, nicht? In Little Hangleton nannten sie es immer noch das Riddle House. 50 Jahre zuvor hatte ein Hausmädchen alle drei Riddles vorgefunden. Tot. Vielleicht sollten wir es ohne den Jungen tun, Herr. Nein. Harry Potter ist so gut wie mein. Es ist beschlossen. Harry Potter und seine Freunde Ron Weasley und Hermine Granger reisten mit einem Portschlüssel zum Endspiel der Quidditch-Weltmeisterschaft, in dem Bulgarien von Irland besiegt wurde. In dieser Nacht verursachte eine Bande Todesser, Anhänger Lord Voldemorts, Aufruhr auf dem Zeltplatz. Arthur Weasley schickte Harry, Ron und Hermine zurück zum Portschlüssel. Mir fällt dazu einfach nichts mehr ein. Es ist einfach... Ich hätte nichts gemacht und zack, kriege ich sofort einen mit. Wir müssen es bis zum Portschlüssel schaffen und zwar schnell. Es ist zum Kotzen. Los! Es ist so schlimm. Ich muss das alles mit den Pfeiltasten machen. Was sind das denn für Dinger? Sumpfkrattler. Ich glaube nicht. Er hat mich gebissen. Teilweise habe ich den Eindruck, X, drück doch X. Teilweise habe ich echt den Eindruck, dass sie irgendwelche noch genommen haben, aber es hört sich auch ein bisschen so an, als wären es die gleichen Synchronsprecher wie aus dem letzten Teil, also bei Ron zumindest. Da sind noch mehr von diesen Dingern. Nur ein bisschen tiefer. Das sind Sumpfkrattler, Ron. Er ist witzig. Ja. Das ist Harry übrigens, das hört man nicht, aber ja. Diese Bohnen verschwinden einfach. Ich habe 5 Bohnen, ey, das ist so ätzend. Ich hasse dieses Spiel wirklich sehr, das ist ganz schlimm. Die Bots Bohnen. Aber ich habe ja gesagt, ich werde jeden gottverdammten Teil durchspielen. Ich kriege die scheiß Bohnen nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür die gut waren, ganz ehrlich. Dad! Wir müssen alle Wingardium Leviosa auf den Stein anwenden. C halten, ja, okay. Wingardium Leviosa! Alter. Ich muss übrigens dagegen drücken, damit die nicht, damit Hermine nicht irgendwie den Stein aus dem Weg. Wegläuft, also nach hinten. So, reicht das? Ein Kombizauber. Also man merkt eigentlich, dass EA ganz gerne ein Konsolenspiel machen wollte. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch für Konsole erschienen ist. Oder ob es zuerst für Konsole erschien und sie sich dann gedacht haben, ja, nö, wir machen jetzt nur eine Portierung und alles andere ist uns egal. Also so wirkt es auf jeden Fall. Es ist einfach nicht für PC gemacht. Die steuern sich übrigens alle von alleine.
Es ist aber auch möglich, das Ganze im Couch-Koop im Prinzip zusammenzuspielen. Das Vieh hat mich gebissen. Ich beiß dich auch gleich. Oh, Gideos. Da müsste aber dann einer halt mit einem Gamepad spielen. Und der andere spielt dann auf der Tastatur trotzdem mit den Pfeiltasten. Sammelt die Bohnen. Ich sag's euch, es macht keinen Spaß. Den Death Counter gibt es natürlich selbstverständlich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Das heißt, wenn einer von meinen Charakteren hier drauf geht, also egal welchen ich spiele. Nein, los! Halt's Maul, ich rede gerade. Egal welcher stirbt, es zählt. Hey, da drüben, Bohnen! Wingardium Leviosa! Achso, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Die erste Neuerung hat leider nicht geklappt. Das habe ich ja schon erwähnt. Die zweite Neuerung übrigens. Guckt mal nach oben über den Stream. Ich habe es tatsächlich durch eure Hilfe geschafft. Ich bin ins Affiliate-Programm aufgenommen werden. Aber mit Sicherheit nicht für meine Aussprache. Blaue Bohnen, rote Bohnen, was? Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich unterstützen. Das ist natürlich alles kein Muss. Vielleicht werde ich das Geld mal an EA spenden und dann die dazu verdonnern, dass sie mal neue und schönere Spiele machen. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Die steht meilenweit entfernt, aber trotzdem. Ah, du bist so nervig, Hermine. Ja, wie gesagt, es ist kein Muss. Ich habe tatsächlich auch erst nochmal eine Funktion gesucht, um das wieder auszustellen. Aber wenn man einmal im Programm aufgenommen ist, dann kann man es nicht mehr ausstellen. Von daher, falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, bekommt ihr ein schickes Emote. Dazu vielen Dank an Wanner, die hat mir das komplette Emote erstellt. Und auch an dieser Stelle danke an Vince, der mir das alles umgewandelt hat und mir auch stets auch in sämtlichen Technikfragen zur Verfügung steht. Wir sind hier überall. Macht euch bereit, einen Fluch auf sie anzuwenden. Ein Fluch, kein Zauber, sondern es muss ein Fluch sein. Was ist denn S? Ich drück jetzt mal S. Er ist wichtig. Okay. Er hat ein Stückchen von mir abgebissen. Okay. Sollst du es kaputt machen? Das ist großartig. Okay, ich habe eine Bar, die ich aufladen kann und dann geht's lustig zur Sonne. Sache. Ja, boah, ey. Brillant. So, und dann hauen die Bohnen alle ab, sodass ich sie nicht einsammeln kann. Hey, da drüben, Bohnen. Halt's Maul, Ron. Sammelt die Bohnen. Beißt die anderen nicht mich. Er hat mir in den Knöchel gebissen. Also, falls euch die Untertitel, seitlichen Titel stören, sagt's mir gerne, ich stell's gerne wieder aus. Orbis. Also sofern ich es natürlich immer wieder den Chat checke, da der jetzt wo ganz anders ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Wingardium Leviosa! Und weg damit, schön durch die Klippe. Jawoll, ja. Eine Brücke! Aufmerksam von dir, Ron. Ja, danke schön. Ja, sie ist genauso passig wie ich. Großartig. Bohnen. Ja, aua. Meine Güte. Ah. Schnappt euch die Bohnen. Ahahaha. Wie kommen wir an diesen Todesser vorbei? Ja, ich würde ja gerne. Ich drücke übrigens C. Wir können ihn nicht verzaubern. Ja. Bleibt unten. Ja, Ron, mach halt mit. Capere Tractum. Oh, ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Es ist so furchtbar. Ja. Okay, das üben wir dann nochmal. Was ist das? Das ist das dunkle Mal, Harry. Sein Zeichen. Voldemort. Lauf zum Portschlüssel! Okay, ich laufe. Da ist er. So.
Ich hab's halt voll drauf. Yay! Ein neues Schuljahr in Hogwarts. In Hogwarts wird dieses Jahr das Trimagische Turnier ausgerichtet. Heißt mit mir die Gäste nun willkommen. Beauxbatons Akademie für Zauberei und die stolzen Söhne von Durmstrang. Darf ich euch vorstellen, Professor Moody, euren neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, jetzt bin ich im Menü und kann dementsprechend die Level auswählen. Und man sieht, der Rest ist natürlich noch geschlossen. Aber das alles erwartet mich. Das letzte Level heißt natürlich wunderbar Voldemort. Ich weiß, dass ich dafür damals noch sehr, sehr lange gebraucht habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange. Aber generell habe ich halt Tage an diesem Spiel gesessen. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich irgendwann keinen Bock mehr auf die Kacke hatte. Ich weiß es nicht. Was ist denn I? So. Ich kann Dinge sammeln. Hier versuche ich es erst gar nicht. Ich habe hier keine Lust, irgendwie ansatzweise auf 100% zu kommen. Ich habe es damals versucht, ich habe es nicht hinbekommen, weil ich nicht weiß, wie oder wo man was finden kann. Weil die Kamera ist scheiße. Ich kann sie nicht steuern. Das Einzige, was ich steuern kann, ist halt meine Hauptfigur, was in diesem Fall jetzt immer Hermine sein wird, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und alles andere läuft halt einfach mit. Also ich kann da nichts dran ändern und ich kann ja nicht mal mit WASD laufen oder sonst was, sondern ich muss halt den Rest benutzen. Nein, kein Open World. Das ist es ja. Es ist alles levelbasiert. Das geht von Anfang bis ans Ende. So. Scharf ist die Kamera jetzt nicht, weil ich Autofokus ausgemacht habe, weil aus Gründen... es ist sehr verpixelt und man kann überhaupt nichts sehen. Okay. Ja, das sind auf jeden Fall die ganzen Standardbefehle. Und Magicus Extremus Modus aufrufe. Das war also S. Das scheint wohl dieses Special-Ding zu sein. Keine Ahnung. Zauber wirken C, Fluch wirken X, Accio verwenden Y. Warum hat Accio denn einen eigenen Knopf? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Beschleunigen, C, Fluch. Ach ja, irgendwo muss ich nämlich dann auch mal schwimmen und auch mal fliegen und es wird jetzt schon die pure Hölle. Naja, ich bin ja für eure Unterhaltung da. Ich wollte es nochmal spielen, selber schuld. So, weitere Infos, was haben wir denn hier noch? Wertung. Ah ja, was hatte mir das noch gebracht? Ich weiß es nicht. Irgendwas konnte ich hier stacken. Pullus? Sag mal, seid ihr bescheuert? Etublio? Entliforce? ja, genau. Irgendwie kann ich hier noch Dinge sammeln. Wie gesagt, das mache ich nicht. Weil das Schwachsinn ist. Jetzt geht er ganz zurück. Warte mal, wie konnte ich denn... Wie bin ich denn nochmal in die Option gekommen? Wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich nämlich gerne die Untertitel ausstellen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das möchtet. Hermine-Karten. Ah, nope. Mir so egal. Ich weiß gar nicht, habe ich krasse Verzögerung? Ja gut, den Anfang habe ich natürlich jetzt schon gemacht, also gehe ich direkt in die Verteidigung der dunklen Künste. Nein, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Entschuldigung, mein Fehler. Ich bleibe bei Hermine. Also... Deswegen steht da auch übrigens da eins drunter, weil man eben mit mehreren zusammenspielen kann. Ach so, mit Karten, genau. Irgendwie konnte ich da mal was machen. Ich konnte die irgendwie mit Eigenschaften ausrüsten. Wie konnte ich denn das... Nein,
Okay. Oh lol, okay. Ich muss das für jeden machen, ey. Da ist aber auch nichts drin. Harry, Ron und Hermine trafen Mad-Eye Moody für eine zusätzliche Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber es ist der gleiche Erzähler, wohl, warum ich euch hierher gebracht habe, was? Wie alle Jahre davor. Hier werdet ihr lernen, wie ihr euch verteidigt. Auf geht's! Und vergiss nicht, immer wachsam! Wie sollen wir da rüberkommen? Zielt mit einem Fluch darauf. Ah ja. Blaue Bohnen helfen euch, mächtigere Zaubersprüche anzuwenden. Ah. Geht durch diese Tür in den nächsten Raum. Muss ich? Offensichtlich. Das Spiel ist ganz fantastisch. Ja, super. Sumpfkrattler. Sehr gut, Ranger. Ja, ich kann nicht mal was machen. Wendet eure Flüche schnell an. Einen nach dem anderen. Brillant! Spitze! Warum versucht ihr nicht, einen Zauber anzuwenden? Weil ich da keinen Bock drauf habe. Sehr gut. So, jetzt zaubert auch. Vorsicht! Oh Mann. Ihr braucht viele rote Bohnen, um eure volle Energie zu halten. Toll. Ihr seid doch scheiße. Ah, es ist nicht zu fassen. Die KI ist übrigens strunzendumm. Gut gemacht. Hervorragend gezaubert. Habt ihr geübt? Gut gemacht. Alter, ihr sollt bei mir drauf zaubern, ihr Witzbolde. Oh, das darf echt nicht wahr sein. Das kann nicht. Ich fass es nicht. Na toll. So, jetzt hier drauf, Freunde. Hier. Ja, sehr gut. Nochmal. Was machst du denn? Hier, genau. Oh, hält das auch nochmal auf? Volltreffer. Das war großartig. Ich hebe sie doch. Alter. Nein. Oh, Mann, ey. Tut mir leid, Harry. Was sollte das? Ja, raff ich ja selber auch nicht. Sehr gut. Werdet jetzt nur nicht übermütig. Geht in den nächsten Raum. Wow, guter Wurf. Gut gezielt. Ich hab richtig viel Spaß. Richtig viel Spaß. Ganz toll. Ich glaube, der fünfte war wieder besser. Aber das ist echt, ich weiß versucht, auch nicht. Die Belohnung mit dem Aktionzauber herbeizuzaubern. Das ist keine Aktion, du Vollidiot. Nicht schlecht. Vergesst nicht, unerreichbare Belohnungen könnt ihr mit Aktio herbeizaubern. Ja gut, so hätte ich natürlich von Anfang an auch die Bohnen kriegen können. Ja, hier lang. Zauberdrops sind gut, um die Energie zu steigern. Was zur Hölle sind Zauberdrops? Hier ist noch was. Oh Mann, ey. Das Aqua Erupto Zauberbuch. Klasse! Oh. Ja. Also die Entwickler waren definitiv nicht ganz bei Sinn. Und ich kann nur immer wieder sagen, es ist immer noch EA. Ja, was bringen mir denn die Karten, wenn ich sie nicht auswählen kann?
Nur einer der Champions kann das Trimagische Turnier gewinnen. Dieser Champion muss 3 sehr gefährliche Aufgaben überstehen. Eure 3 Champions sind Victor Krug, Fleur Delacour und schließlich Cedric Diggory. Harry Potter. Aber ich mag Dumbledores Stimme sehr gern. Die passt sehr gut zum Charakter. Lektion Nummer 2. Hey, toll. Einmal hat mir das nicht gereicht, ne? Oh nein, war das in Dingen aufgeteilt? Oh, bitte nicht, ey. Dann dauert es ja wirklich ewig. Jetzt muss ich doch nochmal bei den Sammelkarten gucken. Nein! Ich hab doch... Ich meine nämlich auch, dass das der Sprecher aus dem ersten Film ist. Die haben später mal die Stimme geändert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mit dem Schauspieler, weil der ist ja leider verstorben. So musste ja ein neuer Schauspieler für Dumbledore her. Und ich meine, in den ersten 2 Filmen ist es auch die gleiche Stimme wie jetzt hier in den Spielen. Oder in dem Spiel. Ich weiß ja nicht, was danach kam. Und ich glaube, nee, in dem letzten Spiel, in Harry Potter 3, kam Snape nicht vor. Genau, Dumbledore aber schon. Aber ich kann mich jetzt an die Stimme nicht mehr erinnern. Hatten wir die Musik gerade schon? Wow, ich habe ganze 3 Bohnen. Toll. Es geht nach Charakter. Ich raste aus, ey. Alle 3 Karten ist das gleiche? Willst du mich jetzt veräppeln? Tatsächlich. Wie dumm ist das denn? Na, sowas hätte ich doch jetzt nicht gebraucht. Nur 5. Warum kosten Hermines Karte übrigens 50? Es ist einfach schlecht. Es ist einfach so schlecht. Ich kann hier nichts auswählen. Bei der Hermine müsste ich doch jetzt... Super, da kann ich was auswählen. Und auch Kreatur. Andere Kreatur habe ich aber nicht. Okay, ja, dann bleibt es halt so. Wenn du das Trimagische Turnier heil überstehen möchtest, empfehle ich, mit dem Sammeln von Trimagischen Schilden zu beginnen. Und vergiss nicht, immer wachsam. Ja, so sieht er auch aus. Ach, Mann, ey. Aktio! Aktio. Ach, kommt schon, Leute, bitte. Ah, Froschi. Die laufen durch und es passiert nichts, klar. Aber bei dem Boden schon, ne? Oh. Granger! Hör auf, rumzutrödeln! Entschuldige! Wieso duzt du ihn? Die Feuer könnt ihr mit Aqua Eructo löschen. Aqua Eructo! Gut gemacht. Ja, so kriege ich wenigstens diese beknackten Bohnen endlich mal. Wunderbar. Die größeren Feuer könnt ihr nur zusammen löschen. Helft mir! Warum schreit der nach Hilfe? Potter. Das ist doch frustrierend. Alter, geht das jetzt mit jedem so? Ja. Nicht schlecht.
Sehr gut. Lauf. Komm her, du blöder Frosch. Bist du okay, Hermine? Ja, aber ja, ist klar. Ey, ich mach überhaupt nichts. Explosion kommt und schmeißt mich erstmal schön ins Feuer. Ja, so ist schön. Das macht Laune. Das macht Spaß. Gerne nochmal. Sehr gut. Ja, haben wir es jetzt. Das halte ich von dem Spiel. Bitteschön. Oh, nee. Ah, an diese Kreatur solltet ihr euch eigentlich noch erinnern. Salamander. Na, die habe ich aber anders in Erinnerung. Au. Oh. Gut so. Jetzt könnt ihr einen Fluch auf ihn anwenden. Versucht die Salamander zu löschen, bevor ihr einen Fluch verwendet. Hervorragend, Weasley. So, wo ist jetzt das Vieh? Da ist das Vieh. Aqua Erupto. Aua. Hör auf zu mühlen, ey. Oh, Alter, wie soll das denn gehen? Wenn die immer noch weiter hier rumflambieren. Ein Zauber wäre wohl besser. Häschen. Das ist aber auch das einzig Schöne hier dran. Wendet, seid ihr dumm oder was? An. Mann, ey. Klasse. Ja, ziel doch mal! Oh. Ich muss mich übrigens immer schön in die Richtung drehen, wo ich möchte, dass irgendwie was hergezaubert wird. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. Hogwarts ist sicher. Ja. Warte mal, kommst du vom Lab? Traumwirker? Wer bist du? Jetzt bin ich interessiert. Diese Salamander sind eine Plage. Und sie haben mir ein Loch in die Hose gebrannt. Oh, buhu. Heul nicht rum. Deine Klamotten sind sowieso alle zerschlissen. Der Steffen. Na gut. Oh Mann, ey. Aqua Erupto. Jawohl. Wow. Ja, ist klar. Ich hab vorher... Das meine ich halt mit der Steuerung. Ich drücke und... Nein. Ja. Und es läuft einfach weiter. Es ist so zum Kotzen. Du hast hier kaum Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Und hätte das mit dem Scheiß-Controller heute auch funktioniert, würde ich jetzt auch damit spielen. Oh, beweg dich, Mädel. Salamanderfeuer! Sehr gut, Granger. Ich hatte gehofft, dass du dich erinnern würdest. Wir müssen das Feuer löschen, ihr Deppen. Ja, weiß ich, Arne. Ich kenne ihn. Alles gut. Aktio! Na los, ihr beiden! Oh, beweg dich. Aqua Erupto! Schön in die Wand rein, das hilft definitiv. Da sind noch mehr von diesen Dingern. Ja. Dann kommt mal hoch und helft. Wo sind die? Du musst sie löschen, Alter, ja. Sie neue Salamander. Das darf nicht wahr sein, Alter. Ich sterbe. Ich sterbe so gerade. Ich habe keine Ahnung, wie man die Schokofrösche benutzt. Weil es nirgendwo steht. Und das meine ich mit der Kamera. Ich kann sie nicht drehen. Nicht noch mehr von den Viechern hier. Alter,
Wie ich Moody kenne, lungert hier sicher eine ganze Horde rum. Hass. So viel Hass. Ja, Leute, steht nicht doof rum, sondern löscht die verfickten Feuer. Entschuldigung. Ich glaube, es wird Zeit, mein Channel wieder ab 18 zu machen. Nach hinten bewegen, um schneller zu ziehen. Ja. Mache ich übrigens gerade. Ah. Komm her, du blöder Frosch, ich brauche dich. Habe ich jetzt nur drei dazu bekommen? Schneller! Nee, ich habe einen Frosch bekommen. Ja, aber wie verwende ich den? Kraft und Schokofrösche, hier haben wir es doch. Die Kraft der Spielfiguren sinkt, wenn sie angegriffen oder verletzt werden. Sinkt die Kraftleiste einer Figur auf null, wird sie ohnmächtig. Ah, toll. Ohnmächtige Figuren können mit einem Schokofrosch wiederbelebt werden. Das Trio besitzt zu Beginn des Spiels drei Schokofrösche, die unter allen Spielern aufgeteilt werden. Denn computergesteuerte Figuren benötigen zur Wiederbelebung keine Schokofrösche. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, ich habe 8 Stück nur für mich. Das heißt aber auch, dass ich sie jetzt nicht benutzen kann. Das heißt, ich muss diese beknackten roten Bertie Bots sammeln. Und wenn keine da sind, verreck ich halt. Wenn ich mich umdrehe, wartet nur ein Salamander darauf, sich auf mich zu stürzen. Ja, jetzt geht doch mal vor. Dieses Mal ist es allerdings nicht nur einer, Ron. Oh Mann, ich raste aus, echt. Das ist so scheiße. Aqua Erupto! Los, rote Bohnen. Nix. Granger, hör auf rumzutrödeln. Oh, lass mich in Ruhe. So, jetzt. Ja, mach doch mal was. Ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Boah, geht der mir auf den Keks, ey. Gut gemacht. Lauft jetzt hinüber und holt den Schild. So. Da ist der Schild. Her damit. Ja, die KI ist nicht sehr gut. Um es mal noch nett auszudrücken. Boah, ich bin fortgeschritten. Respekt. Hammer. Ja. So. Abgeschlossen. Gesperrt. Ja, und jetzt? Ich brauche noch ein trimagisches Schild, bis ich ins nächste... Ich find's dumm, dass die Bohnen nicht zusammengefasst werden, weil ich kann denen jetzt nichts kaufen, weil ich keine Lust habe, die anderen zu spielen. Brauche ich nicht. Spiele ich nicht mit. Dann sammle ich lieber noch. Vielleicht kriege ich da noch andere Sachen. 10. Wow, Ron. Wow. 177. Ja, das ist doch ein bisschen was. Was ist das denn hier? Die Kraft beide aufgeladen. Ja, das wird nicht passieren. Ja, Akio ist gar nicht so doof. Das ist auch nochmal Akio. Oder Aktio? Nein. Ja, was wollte ich denn jetzt? Nein, den werde ich wahrscheinlich auch nicht so häufig verwenden. Dann nehme ich nämlich das hier. Yep. Oh, wie schön. Hermine und Ginny. Yep. Da war noch alles in Ordnung. Okay, dann ist mir das erstmal egal.
Es ist schön, dass ihr mit mir leidet. Also zumindest so ein bisschen. Glaube ich. Alter, ich bin schon seit 45 Minuten hier drin. Naja, gut. Ihr seid ja dabei. Wenn das Zugucken schon wehtut, was glaubst du, wie es mir dann geht? Aber es gibt doch eine Kreaturenkarte. Wieso kann ich die denn nicht für Harry benutzen? So, jetzt bin ich wieder hier. Na toll. Wieder zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. Ja, toll. Wo muss ich denn hin? Das Schlimme ist, ich erinnere mich an dieses Gebiet. Es sieht überhaupt nicht aus wie Hogwarts. Also, es sieht schon aus, als wäre Voldemort schon länger hier gewesen und hätte alles zerstört. An die gruseligen Stimmen im Hintergrund kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Wingardium Leviosa. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich die offensichtlich vergessen habe. Actio. Es ist super creepy, ohne Witz. Ah ja, ich denke, die nächste Kreatur wird dich... interessieren. Interessieren? Interessieren? Das kann unmöglich was Gutes sein. Ich drücke C. Mann. Geh da weg, Ron. Alter, du bist so ein Vollidiot, echt. Oh nein. Okay, es krabbelt davon. Ja, dann ist mir das recht. Oh, da gibt's noch mehr von den Dingern. Der Wasserspeier hat sich bewegt. Sei nicht dumm. Ne, geh halt auf. Ey, was soll ich denn noch machen? Actio. Findet es denn sonst keiner gruselig hier? Ah, da ist noch ein Schild. Das war ja einfach. Einfach. Mal gucken, was dann noch auf mich zukommt. Ja, wenn ihr helfen würdet... Also, wenn ihr nichts dagegen habt... Harry, hallo! Ey, fang doch mal an zu zaubern, du Blödmann, anstatt hier Kommentare, blöde Kommentare von dir zu geben. Da. So. Zwei. Wenn ich schon mal hier bin. Da sind noch mehr von diesen. Wo? Ja, toll. Ja, wie soll man das Ding denn jetzt da runterkriegen, wenn die in einer Tour schießen? Jaja, steht nur mal doof darum. Ist okay. Ey, ich kann aber auch nichts machen, sobald ich getroffen bin, ne?
Was willst du denn mit dem Stein? Mann, ey, warum ist die KI so dumm? Ja, ich drücke doch. Gib mir dein blödes Pfeilding. Na los. Ja, mach doch mal was, ey. Ich kann hier nicht alleine spielen. Ich fasse es nicht. Ich habe schon wieder nur 19 Health. Das ist echt. Was? Wow, wow, da war eine rote Bohne. Toll. Oh, drei Stück, ey. Okay, ja, alles klar. Gut, der Counter funktioniert nicht. Toll, merkt euch eins. Dieses Spiel ist scheiße. Alter, ich kotz im Strahl. Ich will jetzt, dass der Counter hochgeht. Schreibt's euch nieder, erinnert mich das nächste Mal dran. Ich kann hier im Hintergrund nichts machen. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt den Sound an- und ausmachen kann. Aber das funktioniert nicht. Das ist übrigens ein Teil meiner missratenen Technik von heute, denn eigentlich hatte ich was Cooles geplant. Was aber so leider nicht machbar war. Kann ich jetzt hier runter? Ja, kann ich. Okay. Kriege ich das Schild von hier? Was kann das da? Das interessiert mich doch nicht, ey. Kann ich dann auf die andere Seite und dann da irgendwie runter? Ja, okay. Dann machen wir das so. Die Sumpfkrabbler waren schon schlimm, aber das hier? Deswegen, einige Sachen funktionieren und einige Sachen funktionieren einfach nicht. Also das Spiel ist die pure Hölle. Von daher, ich weiß nicht, was ich da sonst zu sagen soll. Ich würde es gerne besser machen, aber mir sind die Hände gebunden. Bedankt euch bei EA für diesen Rotz. Mach dir nicht immer so viele Gedanken, Ron. Echt jetzt? Und dann liege ich auf einmal doch. Okay, gut. Ja, das frage ich mich allerdings auch gerade. Ich tue mir das an, weil ich... Okay, gut, alles klar. Ich habe jetzt durch diesen Gesang oder was auch immer es war, total vergessen, was sie sagen wollte. Vier. Es ist zum Kotzen. Ich meine, ich kann es nicht aktualisieren und das macht mich gerade echt wahnsinnig. Ich bin schon viermal gestorben. Aktio.
Ich kann nichts machen. Vince, falls du den Link noch hast, wo die Textdatei liegt, dann darfst du das gerne mal aktualisieren, weil das bezieht sich ja darauf. Falls das jetzt funktioniert. Na komm, mach. Alter. Ja, komm, ich spiele auch immer für mich. Teamplay gibt's nicht. Ich... Das kann ich schneller überspringen, das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Ach, ist das großartig. Ach, ist das... Ich hasse alles. Aber auch das gehört nun mal zur kompletten Reihe. Da muss ich jetzt durch. Das interessiert doch niemanden, ey. Wie viel denn noch da? Nein, nicht ganz zurück. Oh Mann, ey. Was war das hier? Ja, das macht, bringt mir ja nichts. Das ist mir egal. Wir hatten ja nur drüber nachgedacht. Schade. Schade. Kann ich dir das jetzt spontan... Warte. Da müsst ihr jetzt einmal mit durch. Ich habe hier den halben Tag gelitten und habe versucht, das alles irgendwie zum Laufen zu bringen. Dann habt ihr jetzt auch mal eben die 5 Minuten Zeit. So. Ich glaube, wenn du Dark Souls spielst, bist du weniger gefrustet. Nee, ich fürchte nicht. Hier weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und Dark Souls ist so nicht so meine Richtung. Da landet dann der Controller oder die Maus sehr schnell im Bildschirm. Hier weiß ich ja, dass ich das schon mal durchgespielt habe. Und da frustriert mich das einfach nur, dass es so schlecht ist. Und bei Dark Souls, das ist einfach von Natur aus schlimm und schwer und das ist garantiert nichts für mich. Das möchte auch niemand sehen, wie ich daran verzweifle. 62. Rons Flüche werden mächtiger. Ja, das ist doch allgemein schon mal was kaufen. Ja, damit. Ja, bestes Bild. Super ausgesucht. Kann ich noch mehr? Nee, okay. Dann nehme ich nämlich zweimal jetzt die Karte. Ja. Damit er wenigstens mal zu irgendwas nütze ist, der Gute. Vampirmuspenfluch. Ach, das sind diese blöden, ekligen, ballonartigen Wespenviecher. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwie so. Aber ich hab's doch. Ich hab sie freigegeben. Also meine App sagt, sie ist freigegeben.
mal. Kann ich das vom... Ich kann es selber machen. Ich glaube, ich kann es selber machen. Hat das jetzt geklappt? Das wäre jetzt... Ich kann es selber machen. Und das alles durch die Technologie des Handys. Großartig. Danke für die Hilfe. Ich krieg's selbst gebacken. Oh. Wenn das so weitergeht, brauche ich noch einen Schnaps. So, wo war ich denn? Ich habe das bekloppte Schild. Ich brauche hier nochmal 3 Schilde, damit ich in den verbotenen Wald kann. Das heißt, ich kann jetzt aufs Hogwarts-Gelände. Ja, aber da war ich doch gerade. Ich brauche nochmal 3. Hä? Hatte ich dir nicht irgendwie noch was anderes gegeben? Dachte ich. Nicht? Nicht? Na gut. Dann bleibt es so und dann... Mehr hast du ja nicht. Sehr schön. Da. Wunderbar. Hagrid führte Harry, Ron und Hermine in den verbotenen Wald. Er wollte ihnen etwas Wichtiges zeigen. Einen ungarischen Hornschwanz. Jetzt muss ich sogar fliehen. Dieses Geräusch, das klingt wie der Drache. Er flieht! Hinterher! Weg da. Oh, 10 Minischilde um 1 Trimagischen. Ich brauche 10 große? Okay. Zaubern und Laufen ist nicht so. Ah. Lass das, sonst spritzen sie Eiter auf uns. Und hui! Ja. Zieht ihn mit Capere Tractum heraus. Ja, das sagst du mir jetzt. Danke, Miss Oberschlau. Ja, treffe ich sie? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch sonst zu einfach. Ach, komm schon. Oh, die wachsen nach. Oh, mach keinen Fehler, Ron. Na? Okay, das bringt einfach gar nichts. Was ist das hier? Stinkepilze? Kann ich damit irgendwie was machen? Das sieht so aus, als ob ich da irgendwie lang könnte. Nö. Ich habe keine Ahnung, was Ron tut und es ist mir auch egal. Was ist noch so ein Vieh? Was ist das denn? Lass mich doch mal hier lang, ey. Ist hier nichts mehr? Aber was... Habe ich das noch nicht gelernt, dass ich da noch nicht hin kann? Ah, nee, Moment. Ah, Moment, Moment, Moment. Boah, fick dich, Hermine. Ich muss, glaube ich... Ja. Toll. Hast du richtig gut gezielt, Fräulein. Ja, das war's. Okay. So, wer rennt da jetzt noch rein?
Das ist so ein Riesenvieh. Oh Gott, das sind richtig große Dinger. Oh ne. Alter, ich will nicht den scheiß Stein. Alter, ich kann hier nichts auswählen. Ja, mach doch mal. Leute. Wir machen Deal. Ich fange jetzt gleich sofort mit dem 5. an und spiele den nicht durch. Nein, Quatsch. Ich habe gesagt, ich spiele jedes, also spiele ich jedes gottverdammte Spiel aus der Reihe. Hat er euch erwischt? Nein, aber das war knapp. Wow. Gibt's hier noch ein Bobo-Tubler-Dingenskirchen? Nein, warte, dann machen wir das anders. Dann nehme ich jetzt den hier. Und zauber den bis da hinten hin. Na, aber die Mauer bröckelt. Wingardium Leviosa. Toll. Jetzt ist mein Stein weg. Dann nehmen wir den großen, der hier liegt. Und der geht nicht. Ich kann natürlich da nicht zwischendurch, weil das wäre ja lächerlich, wenn man durchs Gebüsch gehen könnte. Meine lieben Level-Designer. Och komm schon, da muss man doch irgendwie durchkommen können. Nicht? Warum nicht? Kann ich hier wenigstens oder? Wir können da hochkommen. Ja, wie denn? Ah. Automatisch. Verstehe. Und was ist das hier? Hermine, wie klingt ein Hornschwanz? So? Etwas in der Art nehme ich an. Wingardium Leviosa! Ja, lauf. Achso, da kann ich aber wieder durchs Gebüsch. Ja? Oh, es geht. Okay. Alter, ich hasse alles, ne? Alter, das gibt's doch nicht. Ich kann auf die keinen Zauber wirken. Es sind genau die gleichen Pflanzen wie vorher auch. Aber nein, das geht nicht. Nope. Geht nicht. Kamera, heute noch. So, darf ich jetzt mal hier wieder hoch? Ja, darf ich. Sehr schön. Also muss ich das jetzt wieder hier. Das verschiebt sich von alleine auch schön. Und dann machen wir das hier. Und das hat gar nichts gebracht. Gleich ist soweit. Ich mag nicht mehr. Ich mag echt nicht. Das ist so kacke. Ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe. So, jetzt aber schnell hier. Komm hier durch. Läuft. Na los! Bleib halt nicht stehen. Was ist mit dir falsch? Oh. Ach so, jetzt bin ich hier. Okay. Gut, das hat jetzt sehr viel gebracht. Beeilt euch! Ja, hier kann die, ja klar, die kann ich jetzt wieder schleudern. Das Feuer hat zur Explosion geführt. Oh, da ist ein Schild, da muss ich hoch. Lauf, beweg dich. Was ist mit dir falsch? Ich versuche die ganze Zeit über WASD zu laufen und komme dabei auch meistens immer auf dieses Special-Ding, wodurch die Zauber kurzzeitig stärker sind. Gut.
zerballen jetzt alle wieder auf verschiedene. Ja, gut. Hier, Leute. Ihr seid so dumm. Es ist unfassbar. Toll! Lauf ich da jetzt durch? Oder auch nicht, ich sterbe. So, das bringt sowieso nichts. Da, es kommt wieder neues Feuer. Yay, toll. Ich lasse die Datei mal direkt auf. Ich komme nicht dran vorbei. Der Bereich mit dem Feuer ist einfach zu groß, ey. Das ist so eine Scheiße. Oh, nee, ey. Und da kommt der Drache wieder. Na, wieder Feuer drauf? Nein? Okay. Doch! Klar! Sicher. Leck mich am Arsch. So, hier ist ein Save Point. Wunderbar. Klasse. Ich freue mich. Muss ich hier irgendwas machen? Oder ist er jetzt automatisch aktiv? Ich habe keine Ahnung. Und es ist mir auch völlig egal. Ja, einmal draufzaubern hier bitte. Ja, mach halt. Völlig umsonst hingelaufen, weil hier ist einfach nichts, außer diese dusseligen Viecher. Habt ihr denn Spaß? Zumindest ein bisschen mehr als ich hier beim Spielen. Ich hoffe es doch. Lauf, Hermine. Oh Mann, ey. Ja, genau. Das, der visiert natürlich auch immer alles selber an. Also ich suche mir das im Prinzip nicht aus. Der Zauber sucht sich das selber. Und ich versuche das hier auch hin und her zu drehen, aber richtig klappen tut das halt nicht. Ja, beiß mich doch, du Sau. Echt. Wingardium Leviosa. Was habe ich jetzt davon? Von den stinkigen Viechern? Da vorne ist ein Schild, das habe ich gesehen. Achso, okay. Kann ich das direkt... Oh Mann, leck mich doch am Arsch. Echt, oh, ich werde so aggro. Ich bin aggro. Ist aber schön, dass die KI auch selber reinrennt. Ja, und das Audio ist jetzt auch verbuggt. Okay, 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 okay.
Muss ich KI-Tode immer noch mitzählen? Weil die stellen sich wirklich richtig, richtig dumm an. Muss ich? Ich meine... Oh Mann, ey, du sollst da jetzt draufzaubern, du dusseliges Dreckstück, du. Alter, die Kamera, die macht mich wahnsinnig. Mach doch, hallo. Ey, ich werd wahnsinnig. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt hinzielt. Ne, bitte. Gut. KI-Tode werden nicht mehr mitgezählt, nur noch mein eigener. Perfekt. Komm, mach, ey, du nur dieses Stück, ey. Komm, bitte. Ich muss da durch. Ich kann ja nicht mehr in Kauf nehmen, dass ich verletzt werde, sondern der weigert sich ja einfach komplett. Ich kann nicht mehr so ein Stück. Ja, danke schön. Meine Fresse. Natürlich kann ich hier nicht runter her. Also es wird perfekt passen. Aber nein, es geht nicht. Okay, gut. Ja, ich drücke. Ich probier's. Ich drücke. Jetzt. Jetzt sag mir nicht, ich muss genau durch diesen Pilz, ne? Hilft mir jetzt noch mal einer oder nicht, ihr völligen Vollidioten. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Hals, Maul, echt. Oh nein. Und ich habe hier nicht genug Platz, damit ich das weiter nach hinten zielen muss. Das heißt, ich muss jetzt noch mal mit dem Ding... Mann, Ron, verpiss dich von da. Oh, echt. Ich kotze. Ich sag's doch, es kommt aus der Hölle. Haben wir es jetzt? Ja, jetzt? Darf ich wieder? Okay. Hat's gereicht? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja sonst auch zu einfach. Das Spiel ist purer Abfuck. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran vorbeikommen soll. Das Spiel sagt einfach so hart nein. Oh, Teil 5. Nur dieses Kommen schon, bitte. Es muss doch nur dieses eine verfickte Pilzstückchen da. Ja, komm. Das war doch drauf. Das war doch drauf. Ich kann nirgendwo anders hin. Ich muss da lang gehen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, fick dich, Hermine. Verreck doch einfach. Jetzt. Danke. Du scheiß verficktes Dreckspiel. Ah, halt's Maul. Ja, leck mich. Was haben wir denn hier noch? Ja, ist mir egal. Zähl ich nicht. Leck mich.
So, hier ist ein Schild. Das habe ich gerade gesehen. Irgendwie. Ja, natürlich sind die Pilze im Weg. Das heißt, ich muss jetzt von hier oben da bis da unten hinzielen. Mit der Kamera übrigens. Easy. Fick dich. Easy. Ja, geht mir mal aus dem Weg da jetzt. C. C. Immer noch C. Nein, okay. Ich stehe wieder zu nah. Ich stehe zu seitlich. Nimm halt das andere Ding. Ich will diesen hier. Jetzt. Ich sehe es halt nicht. Keine Ahnung, wo ich hinziehe. Ja, war zu weit. Nice. Was ich mir wirklich wünschen würde, also die Spiele können ja alle nochmal neu aufgelegt werden, aber sie müssen alle in demselben Stil sein. Gerne auch die gleichen Stimmen, wenn es machbar ist. Gerne wie Teil 1 und Teil 2, nur ein bisschen hübscher. Ich habe keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Verpiss dich, Ron, Mann. Oh! Was ist das für eine Scheiße? Mann, wer hat sich denn diese Rotze ausgedacht? Aber nie wieder dieses Level-Design, bitte. Dieses von Level zu Level gehen. Ich möchte gerne Open-World-Gedöns haben. Wie im ersten und im zweiten Teil. Die Spiele waren toll. Die haben Spaß gemacht. Ich habe getroffen, endlich. Und auch wenn die Grafik gerade beim zweiten und beim ersten nicht so toll waren, der zweite ist immer noch mein absoluter Lieblingsteil. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und das liegt auch ganz simpel einfach daran, dass ich die Steuerung da ändern kann. Nee, nicht alle wie Teil 3. Teil 3 war mir zu blöd. Gerne alle wie Teil 2, aber in schönerer Grafik. Und weniger Gestöhne beim Klettern. Ja, leck mich. Ja, Zauber, Hermine, sonst kommt das nächste Vieh. Nix, du wärmst dich da nicht nochmal auf. Ja, toll. Den habe ich offensichtlich schon getroffen, okay. Da komme ich doch nie im Leben wieder lang. Oh Mann, ey. Oh, fuck you. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, keine Ahnung, wo ich hinziele. Noch ein Stück. Ja, ich kann halt nicht zur Seite. Was soll ich machen? Da ist ein Stein im Weg. Och, ey, das ist zum Kotzen. Ich schätze, ich muss da irgendwie noch lang. Da gehe ich gleich lang. Ja, leck mich. So, komme ich hier nämlich noch irgendwie? Nein, okay. So, hier ist wirklich nichts mehr. Nur noch das da und da ist eine Klippe. Offensichtlich. Ja. Toll. Ach so. Ah, okay. Gut. Bin ich im Prinzip jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ich habe halt gedacht, da wäre noch was. Na, dann ist ja gut. Ja, stört euch nicht. Ich mach das schon. Oh Mann, lauf doch einfach dran vorbei. Ohne Witz. Ich werd gleich richtig aggro. Axio.
Oh, endlich hat dieses Rauschen aufgehört. Oh, diese Ruhe. Diese ruhige Ruhe. Oh, diese ruhige Ruhe ist so ruhig. Klar. Wie, du haust schon ab. Naja, dann weißt du ja, wo du den Rest nachholen kannst. Habe ich das Schild jetzt? Hier war doch gerade noch ein Schild. Habe ich das jetzt geholt oder habe ich das jetzt nicht geholt? Na los! Ich habe keine Ahnung. Ja, was ist das jetzt? Achso, ich muss... Kann ich da runterfallen? Nein, kann ich nicht. Ich hab's ausprobiert. Toll, wofür Belohnung, wenn die sowieso sofort runterfallen? Da kann ich auch mit dem Aktion nicht rausholen. Wingardium Leviosa. Nein. Oh nö. Was ist das Drecksvieh? Das war einfacher als gedacht. Ja, wow, ich bin kompetent. Hey, ich bin erfahren. Toll. Das ist ja ganz große Klasse. Harry entschied, Cedric vor der ersten trimagischen Aufgabe zu warnen. Drachen. Das ist die erste Aufgabe. Sie haben einen für jeden von uns. So, und ich hoffe, dass das jetzt auch mal funktioniert. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Wie spät haben wir es? 19:23. Ich mache um 19:40 Uhr wieder weiter. Solange habt ihr Zeit, auch euch kurz mal zu erholen von dieser hervorragenden Grafik und von der hervorragenden Steuerung und von meiner überhaupt nicht ausschweifenden Art und Weise. Ja, kann ich mir kurz die Beine vertreten, EA kurz zusammenschlagen und dann bin ich um 19:40 Uhr wieder für euch da. Ich glaube, das klingt ganz gut, ne? Also, macht's gut, bis gleich!
Und da bin ich auch schon wieder. Das ging ja schnell. Ich habe mich kurz erholt, ein Stückchen Schokolade gegessen und jetzt geht's mir zumindest für den Moment erst noch besser. Mal gucken, wie lange das anhält. Okay, so, ich hatte gerade ein Gebiet freigeschaltet. Nee, nicht schon wieder, bitte nicht. Hogwarts-Gelände hier, verbotener Wald. Da kann ich doch jetzt rein. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich da doch jetzt rein. Das heißt, da fehlen mir jetzt noch 2, 3 magische Schilde, bevor ich dann hier rein kann. Aber ich war doch gerade schon am Ende. Dann muss ich da jetzt nochmal rein. Weil ich war am Ende und dann kam die Zwischensequenz und ich habe Cedric gewarnt und ich kann hier noch nicht rein, weil mir noch 2 Schilde fehlen. Yeah, toll. Dieses unglaublich tolle Spiel. Moment mal. Ich werde wahnsinnig. Es macht keinen Spaß. Es ist so ätzend. La la la. Oder so. Was habe ich denn hier für Kärtchen? Mal gucken. Ne. Ne, das ist mir egal. Ja. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Zack. Sehr schön. Dann habe ich hier Kraftleiste. Kraftleiste. Flüche werden mächtiger. Das ist auch nicht so doof. Habe ich noch irgendwie was anderes, was sinnvoll ist? Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Pech gehabt. Okay, was war das hier? Das hier? Akio-Zauber. Nee. Ja, nehmen wir das nochmal mit. Dann habe ich 2 davon. Die kann man ja zusammen da reinpacken. Das ist ja kein Problem. Hat er inzwischen auch mal ein bisschen was angesammelt. Uns Flüche werden mächtiger. Ja. Schön ist anders. So, mit ihr kann ich jetzt aber hier voll einkaufen. Das interessiert mich nicht, das interessiert mich auch nicht. Das ist, naja, okay. Ja, die ist sinnvoll, weil dann brauche ich die nämlich nicht 2-mal drin haben. Happy Vicus über besseren was war denn Happy Vicus nochmal? Ja, ich weiß, irgendwas mit Pflanze, aber wofür hat man das nochmal verwendet? Eine schöne Suppe. Ich glaube, ich nehme das mit der Kraftleiste. Das ist doch gar nicht so doof. So. Denk ich mal. Ja, mehr als das hat er auch nicht. So, Akio. Den tausche ich gegen den 20er aus. Kraft, genau. Ich glaube, dass das die Lebensleiste ist. Ist sie das? Ja, mehr habe ich nicht. Dann bleibt das erstmal. So. Das ist alles Fluch. Ja, komm. Lassen wir so. Ach ja, hier bin ich. Okay. Akio. Ja, tatsächlich 110 habe ich jetzt. Das ist doch gar nicht so doof. Orchideus. 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 Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Sehr schön.
Ah, da hinten ist ein Schild. Ja, hier bin ich tatsächlich noch nicht gewesen. Okay, gut. Yay, toll. Jetzt muss ich hier wieder... Hui, es macht so viel Spaß. Blub. Ach komm, ey. Ach komm schon, echt. Na? Ob ich da dran vorbeikomme? Ich probier's. War hier nicht gerade noch ein Schild? Bin ich jetzt blöd? Hier war doch gerade noch ein Schild. Hier war doch gerade eben vor 2 Sekunden noch ein Schild. Bin ich jetzt richtig Banane? Habt ihr das auch gesehen? War ernsthaft jetzt? Anders. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ding machen muss. Vielleicht muss ich das dagegen donnern, dass ich da hinkomme? Ach, komm schon. Echt. War es das? Oh Mann, es ist so ätzend. Aber hier war ich doch schon. Ja, die bleiben halt immer an dem Ding hängen, ne? Das ist so dumm. Nicht? Nicht? Okay, ich habe keine Ahnung. Kann ich da hoch? Kann ich nicht? Ja, da war was Blauleuchtendes. Okay, gut, dann habe ich mir das nicht eingebildet. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, wo das Ding hin ist. Das wird man ja wohl nicht kaputt machen können. Es gibt hier auch keine Map oder sowas. Nix. Axio. Nee, nix. Na gut. Na los! No. Naja, wenn es intelligente Level-Designer gewesen wären, dann hätte es eine Map hiervon gegeben. So, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo ist so dieses Gebietsdingen, wo ich angekommen bin? War das nicht? Oh Mann, die scheiß Kamera. Die könnte ja sich auch mal drehen, ne? Aber nein. So, hier ist das Gebietsding. Da ist ein großes Schild. Das heißt, ich brauche den Stein hierfür, oder was? Das heißt, ich soll den hier komplett durchschleppen. Ja, das klappt ja richtig gut. Ja, lauf doch da nicht rein! Oh Mann, echt. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, hat er richtig viel gebracht. Mann, fick dich! Es geht nicht, es geht alles nicht. Da müssen wir jetzt so durch. Ist mir egal. Wir machen das bis zum bitteren Ende. Au. Au.
Ja, ist ja so viel Platz, aber nein, du läufst genau dagegen, weil es Spaß macht. Du verdammter Masochist. Nimm das Ding jetzt hoch hier. Ich sehe halt nicht, wo ich hinzauber. Keine Ahnung. Weil ich diese scheiß Kamera nicht drehen kann. Ja, stell dich drauf. Ist okay. Was macht ihr denn? Na, ist wieder ein Bobo-Tobler, wo ich jetzt reinrenne. Nein, okay, von wo bin ich jetzt? Ich muss da um die Ecke. Mach, Hermine, mach! Wie er leckt. Wieso leckt er? Das kann ich dir nicht sagen, da ich das bei mir jetzt gerade selber nicht checken kann. Oh, fick dich. Ja, Harry, da würde ich weggehen. Wie soll man das denn machen, wenn die KI so dumm ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich sehe gerade. Ich glaube, es liegt doch an mir. Bei mir ist gerade komplett rot. Ich weiß nicht, was da los ist. Das tut mir leid. Das sollte eigentlich nicht passieren. Jetzt ist wieder grün. Jetzt sollte wieder alles okay sein. Jetzt ist wieder rot. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Okay, da offensichtlich meine Verbindung gerade abkackt und ich auch nicht weiß, wie viel ihr jetzt gerade von mir mitbekommt, also ob das jetzt gerade alles für euch abgehackt ist, wenn überhaupt. Ich versuche jetzt diesen blöden Stein eben noch zu diesem großen Schild zu kriegen. Damit komme ich ja sowieso wieder raus aus dem Level. Und dann würde ich sagen, war es das schon für heute. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, was da los ist und was ich ändern könnte. Wir schauen mal. Ich mache das mal weiter. Mal gucken. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da im Nachhinein auch noch Probleme habe. Der Ton läuft. Das ist gut. Immerhin das. Das ist schon mal gut. Dann könnt ihr mich wenigstens normal hören. Okay. Nein. Ja. Gut, dann mache ich das eben weiter. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, was da gerade los ist. Ups. So. Aber, oh Mann, ja, renn halt da genau rein, du blödes, dummes Miststück. Oh! Alter, leck echt. Komm da runter. Los, Zauber, Zauber. Nein. Ja. Ja, oh Mann, hau doch da ab. So eine dumme Drecks-KI, wirklich. Wie viel muss ich noch? Bin ich schon da? Wo muss ich denn hin? Ja, komm. Muss ich den kompletten Weg hier noch laufen? Bis dorthin? Ja, muss ich. Okay, gut. Ich hab's ja nicht mehr weit. Ja, toll, Ron, du stehst wieder genau im Weg. Ja, hast Pech gehabt. Ich niet dich jetzt um. Oh, ich niet mich selber um. Auch schön. Also bisher hat auch nur einer gesagt, dass es bei ihm leckt. Kann der Rest bitte auch mal was dazu sagen? Ich kann hier nichts gucken. Ich sehe es nicht. Ich muss mich da komplett auf euch verlassen. Mann, hau doch ab, echt. Hier lang. So.
Okay. Alles klar, gut. Dann weiß ich wenigstens, dass es tatsächlich an mir liegt. Das ist doch mal viel wert. Oh, geh runter! So, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Reicht das schon? Nein, tut's nicht. Ich kann ja nicht selber springen. So. Hopp. Geht doch. So. Ist mir alles egal. Ja. So, jetzt bin ich hier. Jetzt brauche ich wahrscheinlich fürs nächste Mal nur noch ein Schild. Ja. Gut, dann mache ich das aber beim nächsten Mal. Das hat ja alles irgendwie semi-gut heute geklappt und da mir das jetzt auch irgendwie alles abkackt hier und ihr Ruckler im Stream habt, warum auch immer, ich habe keine Ahnung warum, das muss ich jetzt gleich erstmal rausfinden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Mal ist nächste Woche Donnerstag, genau, richtig. Ich bin jetzt dieses Wochenende nicht zu Hause, deswegen kann ich weder am Samstag noch am Sonntag streamen und würde das dann gegebenenfalls nächsten Donnerstag wieder nachholen. Ab 20 Uhr. Ich muss an dem Tag halt noch arbeiten und bin dann halt später erst zu Hause. Ich würde mich aber dann ab 20 Uhr dann nochmal hinsetzen und euch etwas mehr unterhalten. Wenn es zu Änderungen kommt, sage ich euch per Twitter Bescheid. Aber wir machen den Donnerstag fest und ich denke, mit 20 Uhr fahren wir auch alle ganz gut. Würde ich jetzt so mal so sagen. Und ich hoffe, dass bis dahin auch wieder alles in Ordnung ist und dass ich jetzt keine Ruckler habe. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann mit dem Re-Upload ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass das alles so chaotisch gewesen ist, aber naja, wie das halt so ist, wenn man denkt, man ist sehr gut vorbereitet, kommen 1000 neue Probleme. Also, beim nächsten Mal ändert sich das und wir sehen uns dann am Donnerstag. Macht's gut, bis dann, tschüss.